Und schon wieder zurück bei Pillars of Eternity 2 Deadfire. Ja, wir kommen gerade vom Besela-Experiment da oben. Das ist mehr oder weniger gut gegangen. Ich will das nicht so genau beschreiben. Ich habe jetzt wenigstens auch nochmal angeguckt. Ne? Wir haben ja jetzt diverse Gruppenmitglieder mit dabei. Und der Lucius hat ja hier sein Schwert Mordwirr. Da brauchen wir noch ein bisschen Schaden bei Gestandenen. Dann wird das auf die nächste Stufe aufgestuft. Plus 20% Schaden wird als Brandschaden gewirkt, wenn über 50% Gesundheit. Und plus 15% Schaden. Das ist eigentlich schon ziemlich gut. Also ich würde dieses Schwert wirklich gerne nachhaltig aufstufen, weil ich könnte mir vorstellen, dass so ein benanntes Schwert mit einer eigenen Seele enorm viel Fähigkeiten hat. Darüber hinaus habe ich mir angeguckt, was wir hier mit diesen, ja, mit diesen Rüstungen machen können, die wir aktuell, also die aktuell an den Leuten kleben. Die können wir nämlich noch verbessern. Und die könnten wir auch verbessern. Können jetzt zum Beispiel hier plus 2 Rüstungswert machen. Dafür haben wir schon alles dabei. Und 5000 Münzen bräuchten wir dafür. Ich halte mich damit noch ein kleines bisschen zurück, weil es könnte sein, ich will es nicht beschwören, aber es könnte sein, dass die beiden sind die einzigen, die solche Rüstungen tragen, dass wir eventuell noch bessere Sachen finden. Sein Schwert hier, Tarns Rückzugsort, mit plus 10% Schaden mit Säbelangriffen, plus 15% Frostschaden, plus 30% Schaden, das ist schon enorm. Da würde ich mal gucken, ob er die 15.000 eventuell investieren, aber 15.000 ist halt auch natürlich direkt mal eben die Hälfte von dem, was wir gerade haben. Würde dann 45% Schaden machen, ne? Ich habe das durchaus im Blick. Ich halte mich nur ein bisschen zurück damit. Denn ich würde gerne erstmal gucken, was wir noch so alles finden. Vielleicht finden wir ja noch was Besseres. Wir hätten auch die anderen Waffen schon längst aufstufen können und hatten ja dann später diesen extrem guten Säbel gefunden, den wir da jetzt gerade nutzen. Deswegen, ich habe immer die Vermutung, dass wir noch irgendwas finden, was noch besser sein könnte. Und dann haben wir ganz, ganz viel Geld ausgegeben für etwas, was eigentlich von uns so nicht wirklich gebraucht wird. Frisches Obst, lecker. Da gibt's Wasser und hier gibt es Ale. Moment, neben dem See war ein Ale-Lager? Das muss ich nicht verstehen. Theo Ramunga und da oben ist Nomu der Marodeur. Aha. Guck mal erstmal hier hin. Du bemerkst einen kleinen Pavillon etwas abseits vom Weg, in dem eine große, verwitterte Statue aus Stein steht. Es scheint sich um einen Huana-Schrein zu handeln. Dann untersuchen wir erstmal die Umgebung. Und zwar macht das Xoti. Die Statue ist ebenso sauber und gut gepflegt wie die Umgebung. Wahrscheinlich besuchen die Leute dieser Gegend den Schrein oft und kümmern sich darum. Du siehst dich um, entdeckst jedoch niemanden in der Nähe. Dann gehen wir mal näher ran. Kann auch Xoti machen. Die Statue sieht aus wie eine nackte Frau mit dem Kopf eines monströsen Fisches. Sie stellt Ngati dar, die huanische Interpretation von Ondra. Eine Inschrift prangt auf dem Fundament des Schreins. Die Welle macht Steine geschmeidig, aber sie zerschmettert sie auch zu Sand. Na, da wir viel auf See unterwegs sind, wir wissen schon, mit Ondra sollten wir es uns, ja, sollten wir uns vielleicht gut stellen, werden wir mal beten und uns ausruhen. Du kniest dich vor den Schrein und beginnst zu beten. Kurz darauf hörst du hinter dir Schritte. Eine Gruppe von Huana aus der Stadt nähert sich dem Schrein. Sie sind bewaffnet und tragen Rüstungen, haben ihre Pilgerfahrt also ersichtlich in der Erwartung angetreten, Banditen zu begegnen. Ikeda, was machst du hier? Fragt dich einer von ihnen und sieht dich böse an. Du erhebst dich, um zu antworten, doch ein anderer der Aumawana fällt dir mit einem bösen Knurren ins Wort, bei dem er seine scharfen Zähne zeigt. Du bist hier nicht gerade willkommen, Fremder, verlasse diesen Ort! Ich bin nur gekommen. Achso, jetzt kann man hier auswählen. Einen Begleiter bitten, mit ihnen zu sprechen. Eine ondrische Totenklage anstimmen. Tötet sie alle, oh Gott. Ich will sie nicht unbedingt einschüchtern. Obwohl, sie sind uns schon sehr unfreundlich gegenübergetreten. Wer könnte denn mal mit ihnen sprechen, damit ich nicht ausrasten muss? Xoti vielleicht. Meine Vorfahren mögen nicht aus dem Todesfeuer stammen, aber ich wurde genau wie du auf diesen Inseln erzogen und ich lasse mich nicht davon abhalten, die Götter zu verehren. Von Palegina kommt ein leises Seufzen, weil Xoti natürlich mal wieder frömmig ist. Die Huana tauschen ein paar ernste Blicke aus, bevor ihr Anführer nickt. Dann erbringe deine Opfer und sprich deine Gebete. Und wenn du fertig bist, verlässt du diesen Ort und kehrst zur Stadt zurück.
Du kniest am Schrein und die Anbeter der Huana schließen sich dir an. Du betest zu den Göttern. Als du dich wieder erhebst, fühlst du dich ruhiger als seit geraumer Zeit und setzt deinen Weg fort. So, was haben wir jetzt hier? Romu, der Marodeur? Ach, guck mal. Haben sie ihr Lager aufgeschlagen, die Banditen? Ruide, Nomu, der Marodeur, Baba. Ja gut, mal gucken. Ich glaube, die sind keine so große Bedrohung. Ja, wie zu erwarten war. Das Ding ist nicht den Job. Kill them all. Lava, Pouts. Da hat sie ihn erwischt. Ja gut, die waren jetzt. Aber hätten wir für dich vielleicht ein Kopfgeld einstecken können? Spitzhelm, gehörnter Helm. Die Berührung des Chamäleons. Das Chamäleon. Verleiht plus 1 auf ein Attribut sowie eine Fertigkeit, je nach Klasse des Benutzers. Gar nicht mal so schlecht. Ja Mensch, alle mal nackig ausziehen. Ein bisschen was können wir ja noch einsammeln hier auf der Insel. Ich glaube, da gab es noch einige von diesen Begegnungen. Vielleicht gibt es ja doch irgendwann nochmal Kopfgelder, die dann sagen, ja bring uns diese Leute und dann können wir sagen, haben wir schon längst erledigt. Überhaupt kein Problem. Hier oben ist nichts mehr. Na gut. Aber hier unten ging noch ein Weg entlang, oder? Wenn ich mich recht entsinne. Oder auch nicht. Doch da. Weber O'Tangalore. Ah, Grabhügel. Ehrwürdige reiche Rangas in der Nähe begraben sind. Oh oh. Hier sind aber keine. Du kommst an einer uralten Stätte für Himmelsbestattungen an. Auf einer großen Steintafel findest du verschiedene gestandene Gebeine verteilt. Und eine Sammlung von Urnen in verschiedenen Größen. Ja, suchen wir das Gebiet mal ab. Du verbringst einige Stunden damit, die Grabstätte zu durchsuchen. Und findest einen Schutzstein zwischen den Opfergaben. Aha. Und was haben wir noch gefunden? Babyperlen. Und was haben wir noch gefunden? 5 Aquamarine. Und was haben wir noch gefunden? Nichts von Wert. Muscheln. Du hast die gesamte Grabstätte auf den Kopf gestellt. Außer den Toten ist hier nichts mehr zu finden. Alles klar. Ich habe da jetzt kein so schlechtes Gewissen, wenn ich ehrlich bin. Die Toten brauchen das nicht mehr. Ich finde Grabbeigaben immer eine sehr seltsame Sache, weil die Lebenden das eigentlich viel besser gebrauchen können. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Sag ich immer, ne? Maukutus Versteck. Was genau ist denn jetzt das, bitte? Du bahnst dir deinen Weg durch die dichten, hügeligen Dschungel im Westen von Niketaka, als du auf ein kleines Lager triffst. Auf den ersten Blick scheint es verlassen zu sein. Die 2 Zelte sind eingestürzt, aber dann siehst du die Leichen. 2 Leichen. Leichen. In Stücke gerissen und zum Großteil aufgefressen, liegen verstreut auf der dunklen Erde. Das Lager wurde gründlich zerstört. Die Zelte sehen aus, als wären sie von einem großen Fuß zertreten worden. Ein Kessel liegt auf der Seite, ist fast völlig platt und das Feuer wurde ausgetreten. Die Leichen, das was von ihnen übrig ist, tragen die zerfetzten Reste der Kleidung und heiligen Symbole der Dämmerungssterne. Eine Handvoll Pfeile stecken in den Bäumen südlich des Lagers wie in einem Nadelkissen. An den Stellen, an denen sie sich in die Stämme gebohrt haben, sieht man eine dünne Eisschicht an der Rinde. Sie schmilzt langsam in der warmen tropischen Luft. Die Bäume im Süden sind abgeknickt, als wäre das, was auch immer dies hier verursacht hat, aus dieser Richtung gekommen und wieder dorthin verschwunden. Wir suchen mal nach der Anwesenheit von Geistern. Du fokussierst deine Wächterfähigkeiten und öffnest dich selbst für die Anwesenheit jeglicher verbliebener Essenz.
Eine Vision zieht an dir und reißt dich wie die Strömung eines gefluteten Flusses mit. Du siehst die Kreaturen, die zweimal so groß wie ein Mensch sind, zwischen den Ruinen deines Lagers stehen. Sie essen die Leichen deiner Gefährten, Lianen und Moos, hängen von ihren amorphen, rindenbedeckten Gestalten herunter. Lauerer. Wellen von Wut und Furcht überkommen dich, Wut und Furcht aber auch Glaube an den zurückgekehrten Eotas. Und mit einem Gebet auf den Lippen feuerst du Pfeile von deinem verzauberten Bogen ab, von denen jeder so kalt wie Eisregen ist. Du hörst ein Rauschen zu deiner Rechten und drehst dich um. Die Vision endet plötzlich. Wir suchen mal gerade nach Überresten. Ein paar Felle, Geweihe und andere Trophäen liegen im Lager verstreut. Eine kleine Truhe, die in dem zusammengestürzten Zelt vergraben ist, enthält eine Auswahl frischer Nahrungsmittel. Und jetzt folgen wir den Spuren. Das macht wiederum Xodi. Nein! Jeder Abdruck ist so groß wie ein Kuchen und hat ungefähr die gleiche Form. Nachdem du die Untersuchung des Lagers beendet hast, machst du einen Schritt zurück in Richtung Pfad. Möchtest du deine Lampe einsetzen, Xodi? Ruht jetzt, meine Brüder. Ich verspreche, ich werde eure Reise beschützen. Mit gebeugtem Kopf schwingt Xodi ihre Laterne lange Zeit für die Ernte und um den Seelen der Missionare genug Zeit zu geben, den Ruf des Lichtes anzunehmen. Würde ich vorschlagen, wir werden die Leichen jetzt begraben. Die Reste zumindest, die noch da sind. Huch! Standhafter Verbündeter, was habe ich denn da bekommen? Der dunkle Boden ist weich und innerhalb weniger Stunden hast du ein Loch begraben, das groß genug für die Überreste ist. Du lässt sie hinab, bedeckst sie und übergibst sie so an das Rad. Und der Zyklus setzt sich fort. Obwohl der Körper nun seinem Ende begegnet ist, die Seele wird ihren Weg zu einem neuen Anfang finden. Xodi senkt den Kopf und Palegina mag es schon wieder nicht. Jetzt folgen wir mal den Spuren, die hier... Die Kreaturen haben sich nicht wirklich bemüht, ihre Spuren zu verwischen und du kannst ihnen leichter, tiefer in den Dschungel folgen. Der Pfad führt zu einer Lichtung und du betrittst sie fast ohne die Gefahr zu erkennen. Am Rand des Gebüsches siehst du mehrere Lauerer inmitten einiger weniger knolliger Feuchtsporen. Die urweltlichen Geschöpfe verharren fast vollkommen ruhig und scheinen nicht bedrohlicher zu sein als die Bäume um sie herum. Näher heranschleichen, das könnte Eda mal versuchen. Ja, das war klar. Eda führt dich schweigend durch das Unterholz, nur um vor dir auf die Knie zu gehen. Ein Knöchel hatte sich in einer Wurzel verfangen. Eda faucht vor Schmerz. Eda wurde verletzt. Die Lauerer vor dir wenden sich dir zu und du hörst weitere Bewegungen der Blätter im Dschungel hinter dir. Ja, hallo, Mensch, so schnell kann's gehen. Und laufende Pilze auch noch. Na toll. Ja gut, dann nehmen wir uns erstmal die Lauerer vor. Feuchtsporen. Aber die Lauerer sind keine so große Gefahr. Let's try again. I cannot whack him any harder. As one. No prisoners. Yes. Nein, falsch. Falsch. I feel it. Oh. Position. Lava beyond seek. Color that. Just like that. Yes! Home! That dog won't hunt. Lava will be on the seek. That's it! Lava rule beyond seek. So viel dazu. Ich glaube, ich würde bei Eda gerne noch was ausprobieren. Frostsuche, das ist der Bogen, mit dem der gekämpft hat. Stimmt.
und jede Menge Pilzsachen. Watcher, I was wondering if I could run something by you. Na, was hast du denn auf dem Herzen? Well, to put it simply, you are. Sie schluckt. I've tried, but I can't get you out of my thoughts and dreams. Was genau soll das denn heißen? Forgive my audacity. I know I've got no place to, but I care for you more than I can rightly say. Mit zitternden Fingern wicht sie ihre feuchten Handflächen auf ihrer Kleidung ab. I was wondering if you might return the sentiment. Ich muss gestehen, ich dachte, dass du eher an Ada interessiert warst. I thought I was too at first, but somewhere along the way, well, I realized he wasn't the one making my heart stutter. I don't look up to him like I do you. Sie leckt ihre Lippen. And he sure doesn't make me sweat like you do. Ich bin mir da sehr unsicher. Also, wenn ich das mal rekapitulieren lasse. Ich versuche mir das jetzt mal. Ne, also er hat ja schon einen gewissen Beschützerinstinkt ihr gegenüber. Ne, wir haben sie auch überall hin mitgenommen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er einen gewissen Beschützerinstinkt hat. Und weiß nicht, ob das die Zuneigung ist, die sie erwartet oder die sie, ich weiß es halt nicht. Versuche mich gerade in die Situation rein zu versetzen. Das Schlimme ist, ich will ihr halt auch jetzt nicht, ne, ich will ihr nicht so vor den Kopf stoßen. Das würde ich ungern tun. Ich bin schon immer hier für dich gewesen, Xoti. You have. I know you have. It's just that. Sie blickt schüchtern nach unten. The truth is, I was afraid to want you. I didn't think the Watcher himself could be interested in me. Naja, uns verbindet die Tatsache, dass wir beide diese Seelenproblematik haben. When you think about it, how powerful you are compared to me, it doesn't hardly make any sense, does it? I'm almost afraid to believe it, that you would want me just as much and fierce. Soti duckt ihren Kopf, kann aber nicht die Röte und das Lächeln auf ihrem Gesicht verbergen. But darned if it doesn't make me so very, very happy. Eine lose Haarsträhne hinter ihr Ohr streichen. Ein lockeres, selbstbewusstes Grinsen breitet sich über Xotis Gesicht und zeigt ihre ebenmäßigen weißen Zähne. Sie leckt ihre Zunge über ihre perlenweißen Zähne und berührt sorgfältig einen Eckzahn, bevor sie langsam ihre Finger mit deinen verschränkt. Mit großen Augen atmet sie ein. I'm gonna make you so glad you picked me, Watcher. You'll see. Das macht mir jetzt ein bisschen Angst. Sie lehnt sich vor und berührt deine Lippen mit ihren. Sie bewegt sich langsam ein, zweimal, vor und zurück, bis sie sich dir mit einem Ausatmen öffnet und die Augen schließt, während sie den Kuss vertieft. You taste like forgotten dreams. Like fate. Sie keucht leise und öffnet schüchtern ihre Augen. Ich habe meine Meinung geändert. Oh nein, und das wäre. Das hier wäre sehr kühl ihr gegenüber. Wieso führen wir dieses Gespräch nicht an einem etwas abgeschiedeneren Ort fort? Watcher, I thought you might never ask. Ein heiseres, eifriges Lachen bricht aus ihr hervor, als sie dich an der Hand nach vorne zieht. Xoti, wir stehen mitten im Urwald. Wir haben gerade jede Menge wilde Kreaturen umgebracht. There's so much I've longed to try and to see. Or to not see. Let me turn my lantern low. I want nothing but shadows between us. Xoti fährt sich lässig durch die Haare. Sie schaut dich hungrig an, obwohl sie gesättigt sein sollte. That was divine. Surely, Watcher, you are a blessing from gone. Okay, das ging schnell.
Haben wir es jetzt hier einfach hinterm nächsten Busch? Oder wie sehe ich das? Okay, alles klar. Unsere Verbindung zu Xoti ist auf jeden Fall jetzt auf 2. Ja. Ich hoffe, der Eder ist mir nicht böse. Ich bin da jetzt gerade ein bisschen... Ich will da jetzt keine Unruhe in die Gruppe bringen. Ich war sehr froh, dass die Gruppe so wie sie... Ja, dass die Gruppe so wie sie lief auch funktioniert hat. Ich will jetzt keine Unruhe wegen Emotionen reinbringen, wenn ich ehrlich bin, denn wir haben mal eigentlich einen Auftrag. Und der ist eigentlich deutlich wichtiger als alles andere. Ich bin immer noch ein bisschen verwirrt. Okay. Offenbar haben wir jetzt eine bezauberter Hund, was? Den hätte ich jetzt fast verpasst. Trixie. Mensch. Deswegen ist es gut, wenn ich noch mal ein bisschen rumlaufe. Das mache ich ja normalerweise ganz gerne. Sonst ist hier aber nichts mehr, ne? Nee. Ja, eigentlich... So schnell kann es gehen. Aber ich denke, der Lucius hat sich das auch verdient. Ich meine, ist die ganze Zeit nur mit irgendwelchen Göttern unterwegs. Muss immer irgendwelche Aufträge erfüllen. Wird von allen möglichen Göttern hin und her geschubst. Alle erwarten alles Mögliche von ihm. Ich glaube, da hat er es verdient, dass er ab und zu auch mal... ein ganz klein bisschen einfach nur Mensch sein darf und vielleicht auch mal ein bisschen Körperwärme genießen darf. Ich glaube, das kann man niemandem absprechen. Und Xoti ist ja zumindest eine von denen, die im weitesten Sinne auch verstehen, was den Lucius hier umtreibt. Und das Ganze mit den Seelen, mit dem Wächter, mit den... Sie ist die Einzige, die mit der Laterne versteht, diese Seelen einzusammeln. Er kann diese Seelen sehen. Und mit ihnen reden. Rawa Ohara. Was genau ist das jetzt wieder? Westlich von Neketaka ziehen sich sanft geschwungene, sattgrüne Ebenen in Richtung der Berge. Stachelige Pflanzen mit hellen Blumen stechen aus dem smaragdgrünen hohen Gras hervor. Hin und wieder spendet das breite Laubwerk eines Baums wie ein Sonnenschirm in der Landschaft Schatten. Du erklimmst eine Anhöhe, von der du eine Gruppe reptilienartiger Gestalten etwa 30 Meter hügelabwärts sehen kannst. Xaurips hocken zwitschernd und quäkend auf einem breiten, flachen Stein. Ja, ranschleichen, wir nähern uns mal offen. Du näherst dich der Versammlung und die Xaurips quieken und zwitschern, als du näher kommst. Mehrere von ihnen machen Bögen und Speere bereit. Die Wilden schauen sich gegenseitig an, als ob sie unsicher wären, ob sie angreifen sollten oder nicht. Ja, Xaurips sind teilzivilisiert, sagen wir es mal so. Ihn mit ein bisschen Fingerfertigkeit imponieren. Eder, versuch's mal. Die Xaurips starren auf Eders einfachen Münztrick, sie sehen dich verwirrt an. Du hast noch nie zuvor einen weniger beeindruckenden Wilden gesehen. Einer schüttelt seinen Kopf und legt enttäuscht seine Handfläche auf seine Schnauze. Ein anderer setzt sich hin und windet seinen Kopf, der in seinen Händen begraben liegt. Immer mit der Ruhe, wir wollen euch nichts Böses. Muss ich das? Prüfung nur des Wächters. Die Xaurips zwitschern dich böse an und stechen mit ihren Speeren in deine Richtung, als ob sie dich fernhalten wollten. Ja, dann... Die Xaurips schreien vor Überraschung, als du auf sie zurennst. Sie verteilen sich und richten ihre Waffen auf dich. Xaurips sind halt, ne? Xaurips. No prisoners! No prisoners. There's need something stronger. Oi, oi, oi. Nein. Och, bitte. Oh, good.
still hasn't learned. Das war's nicht, das hier war's. Sind doch bisweilen eine größere Gefahr, als ich dachte. Wahrscheinlich wegen der Priester hier. Priesterstürmer. Was? 115? Was hat denn da 115 Schaden gemacht, bitteschön? Schon wieder. Das Schwert stöhnt schon wieder, weil wir gestandenen Schaden zufügen. Ja. Oder sind das gestandene? Nee, ich glaube nicht. Das sind ja gar keine gestandenen. Huch, wo ist er jetzt hin? Er ist nicht weg. Also der Kampf ist nicht beendet. Da ist er. Und das war sein Ende. Da hat Palegina ihn einfach mal zerteilt. Ja, ein paar schöne Sachen, die wir im Zweifel noch verkaufen können. Ansonsten bin ich mir nicht sicher, was haben sie denn hier überhaupt... Oh, das war ein Bogen. Den muss ich mir gleich mal angucken. Was haben sie denn hier überhaupt gesucht? Was wollten sie denn hier tun? Warum haben sie dieses Gebiet beschützt? Oder haben sie sich einfach nur hier versammelt? Nichts weiter zu finden hier. Bis auf eben die Xaurips, die hier rumgesessen haben. Na gut. Nun gut. Auf geht's. Oder haben die hier einfach nur den Durchgang quasi bewacht? Weil hier ist ja ein Durchgang in Richtung dieser großen Höhle hier hinten, die mit drei roten Totenschädeln absolut jenseits jeglicher Versuche wäre, hier tatsächlich aktiv zu werden. Kann ich hier unten rum? Kann ich nicht mehr hin, schade. Na gut, dann auf zurück nach Negetaka. Aber wir haben immerhin für Alof und für Lucius haben wir noch jeweils eine Stufe rausgeholt. Vielleicht können wir ja dann in Negetaka doch nochmal in diese Krypta gucken. Für alle Fälle? Na, eine Möglichkeit wäre es auf jeden Fall. Wieso ist denn da jetzt ein Totenschädel? Darf ich da nicht mehr hin? Ja, die haben ja gesagt, ich soll abhauen. Aber davon lasse ich mich doch nicht einschüchtern. Na gut. Dann haben wir diese Folge zumindest unsere Romanze begonnen. Mit Xoti hätte ich jetzt so nicht erwartet. Also ich bin wirklich eigentlich immer davon ausgegangen, dass sie eher mit Eda liebäugelt. Hat ja auch versucht, die beiden so ein bisschen, ein ganz kleines bisschen zusammenzubringen. Aber offensichtlich. Und wie gesagt, ich glaube, auch wenn das wahrscheinlich jetzt nicht die große Liebe ist, aber eine gewisse Anziehungskraft würde ich da schon vermuten zwischen den beiden. Ja, dann sollen sie ihr Glück finden. Persönlich muss ich sagen, also wenn ich jetzt wieder so mein... Now I've dreamed of this place. Diesen Ort hier? Wirklich? Ja. Persönlich muss ich sagen, achso, wir können mit ihr reden. Persönlich muss ich sagen, wenn ich hier mein alter Ego, also mich selber versucht hätte wie bei Pathfinder Kingmaker, so ein bisschen auch mich selber da reinzubringen, dann wäre wahrscheinlich meine Romance-Option auf Palegina gefallen, falls man sie überhaupt romancen kann. Aber gut, reden wir mal mit Xoti. Xoti ist in einem Wachtraum gefangen. Sie schwankt, zittert und schwitzt. Sie wimmert leise. Wir beobachten das erstmal, sie da rauszureißen. Ich weiß es nicht. Obwohl, wenn sie wimmert, wir schütteln sie wach. Xoti stöhnt und wird nur sehr schwer wach. Zunächst krümmt sie sich vornüber,
Dann löst sich die Spannung in ihren Muskeln wieder und sie steht gerader. Verwirrt wandert ihr Blick über dein Gesicht. Reckon that's the first time I ever bore witness to my own demise. It was not pretty. Sie kaut mit ihren Zähnen nervös an ihrer Unterlippe. Never woke with such a driving need for reaping before. It's making my hands shake. Die Reinigung denn funktioniert? It did for a while, but then it wore off. All this essence I've gathered, it soaked the blessing right up, left me with hardly none. Du verlierst dein Licht an die Dunkelheit. Entzünde es erneut, indem du den Lebenden hilfst. Sie atmet tief ein. You sound like my high priestess Samhain. She never shuts up about the living. When she ought to worry more about the dead. Seems the more souls I gather, the better I see Gon's will. And the less I get a wink of sleep. Werden deine Albträume denn schlimmer? Night or day, sleep or waking. It's getting harder to tell what's real from what's just yet to come. There is something I'm meant to do, though, once I gather enough souls. Us Gaunites, we're supposed to shepherd lost souls, not just gather them. The harvesting's only the first part. If I were to dump the souls, it might make me dream less, like before. Or, darn it, who knows? Maybe it'd just make it all worse. Either way, I've got to find my purpose. Sie wendet ihr Gesicht ab, ihre Oberlippe zittert. Langsam greifen ihre Finger nach dem Saum deines Hemdes. Sie reibt mit ihren Fingerkuppen darüber und hält sich mit der leichtesten aller Berührungen an dir fest. Will you help me, Watcher? Ich würde alles für dich tun, Xotti. Ihr Glück lässt ihr Gesicht strahlen und sie errötet. I was hoping you might would. Sometimes I feel like, with you by my side, I can stand against gods. Und Palegina kann sich das Seufzen nicht mehr verkneifen. Ja, Wir finden eine Adra-Ader und erlösen dich von deiner Last. Es ist der beste Weg, um sicherzustellen, dass die Seelen das Jenseits erreichen. It'll need to be a potent source to overpower the draw of my lantern. It's gotta be luminous for sure. Sie nickt und denkt sich ganz eindeutig einen Plan aus. That's one problem solved. But what about the itty-bitty issue regarding the god of rebirth not actually being in hell? The souls will make it safely, but who's to see to their proper reseeding? This is a huge risk of Aeora's balance. You really trust Maugryn not to rebirth Aethasians as warriors of the flame? Think Galloway won't be greedy? Gone aside, the god's past actions don't instill me with the greatest confidence. Was schlägst du also sonst vor? Normally, I'd simply safekeep him until the god of rebirth could return to hell. But... Und was, wenn wir die Seelen den Beseelern geben würden? Sie haben Fortschritte dabei gemacht, den Kreislauf der Wiedergeburt zu reproduzieren. Put my flock into the hands of experimenters? How can we trust they'd be successful? Or hell, even to be well-meaning in their intent? Just the thought's making my shoulders twitch. You sure about this? Spielt es denn eine Rolle, solange es deiner geistigen Gesundheit hilft? I think my duty to Gon's a little more important than my personal comfort, don't you? I can't just abandon my souls. Not to mention my principles and hope for the best. Was sonst schlägst du vor? Normally, I'd simply safekeep him until the god of rebirth could return to hell. But you're right. I ought to deliver as many souls to hell as I can before it's too late. We need to empty my lantern right away. Gods, but you're clever. This is why Gon directed me into your path. I just know it. Bewunderung erfüllt ihre Augen und sie grinst dich an, bevor sie sich abwendet.
Okay. Wir müssen also dafür sorgen. Wieso ist denn jetzt auf einmal alles? Hä? Was ist denn jetzt passiert? Ach so. Ach stimmt ja, es wird ja skaliert. Leichte Quests werden ja hochskaliert. Weil ich jetzt eine Stufe aufgestiegen bin, aber den Stufenaufstieg noch nicht gemacht habe. Ja, ich verstehe. Deswegen ist jetzt alles hier ein bisschen hochskaliert worden. Nun gut. Bringe Xoti zu einer Säule leuchtenden Adras oder bringe Xoti zu den Beseelern in Negetaka. Ist im Prinzip beides das gleiche, weil die Säule eben da oben auch ist. Gucken wir mal. Ich bin gespannt, was daraus wird. Aber jetzt bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sag einfach mal, bis gleich. Tschüss.